Ja, dann herzlich willkommen Ihnen allen heute zu Technik Kontrovers. Heute also unter dem Titel Wasserstoff der Träume wird das leichteste Element zum Schwergewicht der Energiewende im Rahmen der Wissenswoche Wasserstoff hier in der Triangel. Eigentlich hätte sie jetzt Jana Späthe, meine Kollegin, willkommen heißen sollen. Die ist leider kurzfristig krank ausgefallen. Deswegen müssen Sie, was die Moderation angeht, jetzt mit mir Vorlieb nehmen. Aber ich denke, das bekommen wir hin. Die Vorträge von unseren drei ReferentInnen sind eh viel interessanter als die Moderation. Zu Beginn vielleicht mal starten wir mit einem kleinen Handzeichen. Wer von Ihnen war denn schon mal bei einer Technik-Kontrovers-Veranstaltung dabei? Okay, also ich würde sagen, auch viele, die zum ersten Mal dabei sind bei Technik Kontrovers. Dann würde ich gerne noch mal kurz darauf eingehen. Das ist eine Veranstaltungsreihe, die wir am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, kurz dem ITAS, ja das Logo, in losen Abständen circa 3 bis 4 Mal im Jahr durchführen. Und es geht bei jedem Themenabend um gesellschaftlich relevante Themen, die gerne auch mal gewisse Kontroversen beinhalten dürfen. Und zu diesen Themen wollen wir dann also vorstellen, was am ITAS geforscht wird dazu und danach dann im Anschluss einladen zu einer offenen Diskussion mit dem Publikum und so also Inhalte auch oder Inputs aus der Bevölkerung hier in Karlsruhe erhalten. Ja, heute also Wasserstoff. Ist es der Energieträger der Träume oder der Albträume? Bringt er uns voran bei Klimaschutz, Energiewende und Energieunabhängigkeit? Wie kann er überhaupt gewonnen werden? Welche innovativen Konzepte gibt es dazu in Deutschland oder auch in Chile? Das sind alles Fragen, die wir heute zumindest teilweise beantworten wollen in den Vorträgen. Und dazu möchten wir ganz herzlich begrüßen Dr. Christine Rösch, Dr. Anna Prieto und Dr. Dirk Scheer, die heute vortragen werden. Kurz zum Ablauf, es gibt also diese drei Impulsvorträge. Der erste wird so eine grundsätzliche Einführung zum Thema geben, wie man sich vielleicht eine Wasserstoffwirtschaft auch mal vorstellen könnte zu politischen Rahmenbedingungen und Ähnlichem. Im zweiten wird es vor allem um Wasserstoff und Biomasse gehen und im dritten Vortrag dann um Wasserstoff aus Abwasser und da auch um die chilenische Perspektive auf das Thema. Dieser Vortrag wird auch auf Englisch gehalten, die Folien werden aber auf Deutsch sein, wenn es da Verständnisprobleme gibt, aber gerne auch einfach nochmal nachfragen. Sowieso wird es nach jeder Frage, nach jedem Vortrag eine Verständnisfragerunde geben und dann, wenn die drei Vorträge und die Verständnisfragen beendet sind, dann werden wir in den offenen Diskussionsteil gehen. Noch ein paar kurze organisatorische Hinweise. Wir versuchen zwar für ein bisschen Durchzug zu sorgen, jetzt haben wir, glaube ich, aufgrund des Krankenwagens hier gerade schon geschlossen. Daher würden wir einfach darum bitten, eine medizinische Maske zu tragen. Genau, während wir vortragen, können das natürlich leider nicht machen. Und auch noch der Hinweis, die Vorträge werden aufgenommen, Videoaufnahmen, und die werden dann auch nachträglich ins Internet gestellt. Während den Verständnisfragen läuft an sich auch die Aufzeichnung, sie werden aber dann nicht in der Aufzeichnung zu sehen sein. Da werden wir dann ein Textfeld einblenden, welche Frage gestellt wurde. Und zur anschließenden Diskussion wird dann die Aufzeichnung gestoppt, sodass sich da also jeder unbesorgt äußern kann. Das wird dann nicht auf Kamera festgehalten. Allerdings werden während der Veranstaltung auch Fotoaufnahmen gemacht werden. Die sollen dann auch auf unserer Homepage erscheinen. Wenn jemand damit gar nicht einverstanden ist, dann kommen Sie gerne im Nachgang auf uns zu und sprechen uns da an, dann können wir das nochmal notieren und die entsprechenden Fotos dann eben aussortieren. Ja, so viel aber jetzt zum organisatorischen Teil. Dann kommen wir endlich zu den Inhalten und ich darf nun unseren ersten Referenten vorstellen. Dr. Dirk Scheer ist Politik- und Sozialwissenschaftler. Er forscht vor allem zu Themen der Technologieakzeptanz, der Partizipation, der Risikoforschung und des Wissenstransfers
und fokussiert sich dabei in der Regel auf Energiethemen. So hat er beispielsweise auch bei seiner Promotion an der Uni Stuttgart zu den Carbon Capture and Storage Technologie, zu der geforscht, was also um die Abscheidung von CO2 und Speicherung davon geht, war parallel dazu Bereichsleiter Technik Folgen bei der gemeinnützigen Forschungsgesellschaft Dialogik. Er ist Mitglied in mehreren wissenschaftlichen Beiräten und in der Akkatech-Arbeitsgruppe Technische Wege der Dekarbonisierung, CO2-Minderungsoptionen für Industrieprozesse. Seit 2017 ist er als Senior Researcher bei uns am ITAS und als Dozent an der TU Darmstadt und forscht in mehreren Projekten zu zukünftigen Energiesystemen, beispielsweise zum Thema Sektorkopplung oder auch zu synthetischen Kraftstoffen. Und erst kürzlich hat er an einer Studie zur EU-Wasserstoffstrategie mitgewirkt, im Auftrag des Ausschusses für die Zukunft von Wissenschaft und Technologie des Europäischen Parlaments. Er hat also, wie Sie sehen, breites Fachwissen und wir freuen uns jetzt auf seinen Vortrag Zukunftsversprechen Wasserstoffwirtschaft, Potenziale und Herausforderungen für die Energiewende, wo er auf eben diese, die Farblehre des Wasserstoffs und politische Rahmenbedingungen eingehen wird. Aber das kann er Ihnen viel besser erklären als ich und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an Dirk Scheer. Ja, vielen Dank, Johannes. Vielen Dank und zunächst mal ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Ich bin sehr froh, dass ich hier sein darf, neben den beiden anderen Kolleginnen auch vom ITAS und Ihnen sozusagen mit dem Einführungsvortrag ein paar Rahmenbedingungen über eine zukünftige Wasserweltwirtschaft, Wasserstoffwirtschaft zu geben, möchte einige technische Sachen ansprechen, gesellschaftliche als auch politische. Zukunftsversprechen, Wasserstoff, Potenziale und Herausforderungen für die Energiewende. Das ist das Zukunftsversprechen. Da muss ich zurück. So, jetzt haben wir es. Ich würde es Ihnen über einen Fragenkatalog versuchen, diese Eckpunkte und Aspekte zu erläutern. Zunächst, warum Energiewende? Das ist ein altes Thema, da sind wir in Deutschland nicht zuletzt seit 20, 30 Jahren am Werke. Ich werde dann versuchen, mit der zweiten Fragestellung den Wasserstoff zu thematisieren. Warum Wasserstoff für die Energiewende? Eine alte Energiewende mit doch einem recht neuen Thema. Wasserstoff ist jetzt seit 3, 4, 5 Jahren in Fokus geraten, also ein neues Element, eine neue Idee zur Energiewende. Ich werde in der dritten Fragestellung die Farbenlehre versuchen zu illustrieren, also welcher Wasserstoff. Hier gibt es verschiedene Stoßrichtungen technischer Art mit Implikationen für die Umwelt oder auch für das Klima. Dann das Zukunftsversprechen Wasserstoff. Was sind die Vorteile von Wasserstoff in Bezug auf die Energiewende? Wir werden über die Produktionspfade von Wasserstoff zu sprechen kommen. Ich muss es, glaube ich, andersrum halten. So, genau, so. Dann ist natürlich die Produktfrage auch eine ganz entscheidende. Welche Produkte aus Wasserstoff sind möglich und welche Einsatzbereiche damit verbunden von Wasserstoffprodukten? Hier kommen wir sozusagen in die Vorteilswelt einer Wasserstoffwirtschaft. Auf Produktionsseite ist natürlich die Frage, welche Standorte, wo wird es Wasserstoffproduktionskapazitäten geben zukünftig? Und nicht zuletzt vielleicht auch das Wichtigste, wenn es in sozusagen den Markthochlauf, das ist ja so ein wirtschaftswissenschaftliches Wort in dem Zusammenhang, welche politischen Initiativen auf europäischer, Brüsseler Seite gibt es zum einen oder auch dann natürlich in Deutschland und welche politischen Rahmenbedingungen für dieses Anstoßen, für dieses Initiativgeben gibt es. Das ist der Fragenkatalog, den ich mit Ihnen ein Stück weit zunächst vorstellen, dann auch gerne diskutieren möchte. Nun, warum Energiewende? Wir haben zwei grundlegende Probleme. Wir haben weltweit einen steigenden Energieverbrauch, das auf Basis natürlich von fossilen Energien größtenteils. In Deutschland ist es etwas anders. Wir konnten den Energieverbrauch senken, sind allerdings weiter noch im, ich sag mal, CO2-reichen Bereich, also fossiler Kraftstoffe. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir eine Entkopplung des Energieverbrauchs vom Wachstums machen. Das ist die erste sozusagen Effizienzrevolution, die wir brauchen. Und Ihnen natürlich auch bekannt sozusagen die CO2-Ausstoß in der Atmosphäre, das Klimawandelproblem.
ich glaube, die neuesten Zahlen von der Zugspitze-Messstation, wir sind bei 414 C2 ppm und Sie sehen hier auf der Grafik, wir verlassen also langsam unsere Komfortzone bei 440 ppm. Also ist damit zu rechnen, dass wir bis zum Ende dieser Dekade aus dieser Komfortzone rauskommen, wenn wir nicht wirklich auch schnell handeln. Das ist die zweite Revolution. Wir brauchen eine Entkopplung Energieproduktion-Verbrauch von CO2-Emissionen. Das heißt, das ist sozusagen die erneuerbaren Revolution, die wir hier brauchen. Effizienzrevolution auf der einen Seite, erneuerbaren Revolution auf der anderen Seite. Warum spielt da auf einmal Wasserstoff eine große Rolle? Wir hatten seit Jahr und Tag viel über Erneuerbare gesprochen, über Windausbau, Onshore zunächst, mittlerweile auch Offshore. Reden über Photovoltaik in Deutschland, auch alte Erneuerbare wie Wasserkraft beispielsweise. Jetzt kommt ein Stück weit Wasserstoff in die Diskussion seit 3-4 Jahren. Das hat damit zu tun, zum einen, dass wir ein starkes Bekenntnis haben, politisch-gesellschaftliche Akteure zu mehr Klimaschutz. Das heißt auch zu mehr Klimaschutz, als wir ihn vor 10 Jahren hatten. Wir haben das Pariser Abkommen 2015, das etwas wachsweich, aber dennoch von der Stoßrichtung gesagt hat, möglichst unter 1,5 zu bleiben. Da sind wir auf dieser Grafik, Komfortzone. Wir haben dazu politische Vereinbarungen mittlerweile geschlossen. Der sogenannte Green Deal dürfte Ihnen bekannt sein, auf Brüsseler, auf europäischer Ebene, der das Mehr an Klimaschutz nochmal verschärft hat und verstärkt hat, nämlich eine Klimaneutralität. Und das heißt 95 bis 100%. Ich werde gleich dazu noch etwas näher erläutern, bis 2050. Deutschland genauso hat auch nochmal verschärft in seiner Klimaschutzgesetzgebung, ehemals 2050 Klimaneutralität, jetzt sozusagen vorgezogen zeitlich auf 2045. Es gibt gesellschaftliche Forderungen, Friday for Future ist Ihnen bekannt, mit sehr viel Impetus jetzt auch in den letzten 2-3 Jahren. Wir haben also hier das Mehr an Klimaschutz übersetzt in stärkere, in strengere Zielsetzungen. Also eine strengere Zielvorgabe, nämlich von dem, ich sag mal, ehemals Klimaschutzniveau 80% CO2-Reduktion, 80-85%, davon war lange die Rede, mittlerweile auf 95 bzw. 100% bilanziell CO2-Reduktion. Und das und oder in einem kürzeren Zeitraum. Ich hatte es angesprochen, Deutschland hat verkürzt auf 45, EU hat nicht verkürzt, aber sozusagen den Gürtel enger geschnallt. Und da kommt genau an diesem Punkt von diesen 80-85 auf 95-100 kommt der Wasserstoff ins Spiel. Weil diese restlichen 20-15% waren Sektoren, die man vorher sozusagen außer Acht gelassen hat, weil sie zu schwierig waren zu dekarbonisieren. Also sie CO2 zu reduzieren, CO2-neutral zu machen. Das war der Verkehr, das war die energieintensive Industrie, Stahlproduktion. Wenn wir bei 100% CO2-Reduktion rauskommen möchten, müssen wir die mit reinholen. Und da gibt es derzeit dafür sozusagen, Anführungsstrichen, nur die Wasserstoffoption. Oder das ist zumindest aus heutigster Sicht die vielversprechendste Option, diese restlichen Sektoren und damit 15% zu reduzieren. Also Verschärfung fokussiert auf energieintensive Produktion und den Verkehrssektor. Und Wasserstoff schließt die Lücke zwischen diesen 80 und 95% CO2-Reduktion. Welche Vorteile hat nun der Wasserstoff? Nun, in erster Linie ist es eine breite Palette an Nutzungs- und Produktvielfalt. Also wir haben da mit diesem Stoff eine Flexibilität, indem wir chemisch, mechanisch, systemisch im Energiesystem so flexibel agieren können, unabhängig jetzt von Ressourcen, Energieverbrauch, das lassen wir mal außen vor, aber prinzipiell so flexibel agieren können, dass wir in verschiedensten Anforderungsbereichen reingehen können und mit Wasserstoff operieren können. Das ist ein Stück weit die Grundidee. Ich habe es Ihnen hier mal in einer Vielfaltpalette aufgetragen. Energieträger in energieintensiven Industrie, also Stahl, Aluminium und Glasindustrie. Als Ausgangsstoff in der Chemieindustrie, also eine stoffliche Bereitstellung von Wasserstoff zur Herstellung von Basischemikalien. Das Wichtigste ist hier der Ammoniak.
der für Düngemittel im Prinzip herangezogen wird, aber auch noch sehr interessant ist, Sie können den auch wieder spalten. Sie können den sozusagen als Stromspeicher auch nutzen. Methanol für Formaldehyd oder Ameisensäure. Also eine Basischemikalie aus Wasserstoff, den Sie dann in einer stofflichen Nutzung in der Chemieindustrie verwerten können. Reinigungsmittel in Öl- und Gasindustrie, wo er jetzt auch schon genutzt wird, und Petrochemie, sozusagen zur Veredelung von Rohstoffen bei der Benzin- und Dieselproduktion oder Herstellung, zur Produktion von synthetischen Kraftstoffen, da kommen wir gleich auch später nochmal drauf zur Sprache, sogenannte strombasierte Kraftstoffe, E-Fuels, Refuels, es gibt eine ganze Reihe von Begriffen dafür, dann als Kraftstoff im Verkehrssektor, vor allem für den Schwerlastverkehr, sogenannter Wasserstoffverbrennungsmotor. Sie können Wasserstoff wie Benzin nutzen, ich sage es mal etwas salopp. Das heißt, Sie nehmen einen herkömmlichen Verbrenner, müssen leichte Anpassungen machen, was sozusagen korrosive Sachen, Dichtungsmaterial und so weiter angeht. Aber im Prinzip können Sie den Verbrenner so lassen, wie er ist, und Wasserstoff reintun und verbrennen. Und das ist derzeit auch eine Option, wo gerade die Schwerlastindustrie reingeht, also Daimler Truck beispielsweise, weil die große Probleme mit alternativen Antrieben haben. Und da ist derzeit deren Fokus sozusagen, diesen Wasserstoffverbrenner als alternative Kraftstoff- oder Antriebstechnologie für Schwer- und Schwerlastverkehr zu innovieren. Brennstoff im Wärmesektor, Methangas, sozusagen synthetisches Erdgas, synthetisches Gas, oder auch Stromsektor im Stromsektor für den zeitlichen und räumlichen Ausgleich der erneuerbaren Stromerzeugung. Also hier ist das Stichwort Speicher, chemischer Speicher zur Flexibilisierung im Energiesystem oder im Stromsystem. Sie sehen eine ganze Reihe von sozusagen Nutzungs- und Produktmöglichkeiten, die der Wasserstoff hier bietet. Nun zur Farbenlehre. Ihnen wird es wahrscheinlich mal über den Weg gelaufen sein, dass man von verschiedenen Farben beim Wasserstoff spricht. Es gibt die schwarz-braun-graue, ich habe sie mal zusammengefasst, Variante. Das ist die fossile. Schwarz steht für Kohle, braun für Braunkohle und grau für Erdgas. Das sind sozusagen fossile Brennstoffe auf Basis Kohlegas, aus denen Wasserstoff produziert wird. Dampfreformierung ist derzeit das Stichwort dazu. Das ist die derzeit gängige Technik. Aller Wasserstoff, den wir im Prinzip auf der Welt derzeit haben, wird aus diesen Verfahren gemacht. Mit entsprechend vielen CO2-Emissionen. Wir haben dann die blaue Variante. Der blaue Wasserstoff baut auf diesen Verfahren auf, nämlich fossile Brennstoffe, vornehmlich mit Gas aufgrund von geringeren CO2-Emissionen beim Gas, und fängt dann aber sozusagen die emittierenden CO2-Emissionen ab und verwertet sie anders. Ich sage es mal so ganz offen. Hier kommt diese CCS oder diese Kohlendioxidspeicherung ins Spiel oder die Verwertung. Wir können sozusagen das CO2 weiter stofflich verwerten, wenn wir es aufgefangen haben. Das geht über Filtertechnik. Sie können sozusagen bei der Dampfreformierung bei blauem Wasserstoff einen Filter an den Schornstein machen, sage ich mal, das CO2 auffangen und dann weiter verwerten oder einspeichern in den Untergrund. Wir haben dann die türkise Variante, auch hier wieder Spaltung Erdgas in H2 durch die Methanpyrolyse, dann aber eine stoffliche Verwertung des Kohlenstoffs. Also wir fangen auch wieder CO2 auf und bereiten das CO2 als Kohlenstoff auf und können das stofflich verwerten. Das ist also blau und türkis. Dann haben wir orange. Das sind unsere sozusagen Expertinnen des Orangenwasserstoffs hier zu meiner Rechten. Das ist Wasserstoff aus Biomasse in verschiedenen Produktionsfaden, und das würde ich dann euch auch überlassen, das zu erläutern. Und dann kommen wir zum roten. Das ist Nutzung Kernenergiestrom für Elektrolyse. Ist in Deutschland, glaube ich, keine Option mehr so richtig. In anderen Ländern, gucken Sie nach Westen, nach Frankreich, kann es sehr wohl eine sein. Also da, wo Atomstrom sozusagen auch noch eine Zukunft hat, ist natürlich auch die Nutzung des Kernenergiestroms für die Elektrolyse. Elektrolyse heißt Ausspaltung von Wasser. Ich habe Wasser aus dem Wasserhahn, salopp gesagt, mache da ein Verfahren dran als Elektrolyse, und dann kommt Wasserstoff raus und Sauerstoff. Das ist Elektrolyse, Spaltung von Wasser. Dafür brauche ich viel Strom. Und dann letztendlich das, wo wir alle hinwollen, das ist der grüne Wasserstoff.
Das ist die Nutzung von erneuerbarem Strom, Wind, PV jetzt in unserem Fall in Deutschland, für die Elektrolyse. Und das wäre keine CO2-Emission im Prozess. Das ist auch immer wichtig zu sagen, es ist nicht alles CO2-frei in Gänze. Die Charakteristik, die ich Ihnen rechts hin geschrieben habe, mit viel wenig, wenig kein, sind alles Prozessemissionen. Dass, wenn ich ein Windrad aufstelle, ich natürlich CO2 verbrauche, ist eine andere Frage. Gut, im Fokus in der deutschen Debatte sind im Prinzip die türkise Wasserstoffroute als Brücke, so lange bis wir die grüne Wasserstoffroute zu 100% etabliert haben. Kleines Fragezeichen ist noch bei dem orangenen Wasserstoff. Ist das eine Zukunftsoption? Wir werden zwei Vorträge von Christine und Anna später hören, aus dem deutschen Kontext über verschiedene Routen der Biomasse-Nutzung und bakteriellen Prozessnutzung. Ich hoffe, ich sage es richtig, sozusagen für orangenen Wasserstoff. Und zum Zweiten auch am Beispiel Chile auf Basis von Alt- und Reststoffen. Also hier geben sich forschungstechnisch eventuell auch noch kleinere Zukunftsfenster, um diese orangenen Wasserstoffroute nutzen zu können. Welche Produktionspfade von Wasserstoff haben wir? Der grüne Wasserstoff ist der, den wir haben möchten. Ich habe Ihnen hier sozusagen mein Erzeugungsphasenmodell aufgetragen. Bei der Erzeugung müssen wir zu 100% auf erneuerbaren Stromproduktion setzen, machen dann die Elektrolyse hier, also Aufspaltung von Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff, und haben dann hier prinzipiell zwei Wege. Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff Power to X vertraut ist. Das ist im Prinzip diese Idee. Power, Strom, 100% erneuerbar. To X ist dann in verschiedenen Varianten. Das ist einmal da oben, das ist Methan, CH4. Da ist das X das G, Power to Heat oder Power to Gas. Das ist also Power to Gas. Und hier mal Power to Liquid, das sind kohlenwasserstoffbasierte Chemikalien oder auch Alkohole. Also das ist sozusagen Power to Gas und Power to Liquid. Gut, gerne. Dann kommen wir Produkte aus Wasserstoff. Hier haben wir eine ganze Reihe auf der Kraft- und Schmierstoffseite oder der chemischen Produktseite. Synthetisches Öl, aufbereitendes Rohöl, Hydrocracking auf der chemischen Produktseite, insbesondere Ammoniak, Methanol, Oxosynthesen oder auch Schutzgas in verschiedensten Anwendungen. Ich werde jetzt ein bisschen aufs Tempo drücken. Und das führt mich dann auch sozusagen zu den Einsatzbereichen. Hier mal abgetragen zwischen den Optionen alternativlos, also nothing else to do in this field, oder auch unwirtschaftlich, da gibt es vielleicht bessere, auch wirtschaftliche Alternativen. Bei alternativlos sind wir im Bereich Hydrierung, Düngemittel, Schifffahrt, mobile Maschinen, chemischer Rohstoff, Langstreckenflüge, wir kommen in den Verkehrssektor, entlegene Zugverkehr oder Küstenbinnenschifffahrt. Dann kommen wir schon so langsam Richtung unwirtschaftlich. Und was wir dann ganz unten sehen, ist beispielsweise Stadtlieferwagen, Zwei- und Dreiräder, U-Bahnen, Stadtbusse. Das wird in der Öffentlichkeit viel diskutiert. Kommt sozusagen der Wasserstoff ins Auto? Ich denke nicht. Weil da gibt es andere Alternativen, die ökonomisch billiger sind. Wasserstoff wird ein rares Gut bleiben. Und das heißt, wir müssen gucken, in welchen Einsatzbereichen wir das unterbringen. Apropos rares Gut, es geht natürlich um Kosten. Wie Sie wissen, sind neue Technologien, auch wenn sie hochskaliert sind und sozusagen in einem Markthochlauf funktionieren, aufgrund dann internalisierter Kosten ein Stück weit immer teurer als vergleichbare alte, wo externalisiert wird. Das heißt, die Elektrolyse ist der Hauptkostenfaktor bei dem grünen Wasserstoff, und die wird dann billiger, wenn ich so viel grünen Strom wie möglich habe. Das heißt, ich brauche Vollauslastung. Und dann gehe ich natürlich dahin, und das ist im Prinzip mal eine globale Abtragung der Produktionskosten, da wo viel Wind ist, da wo viel Sonne scheint. Und das sind im Prinzip auch die Länder, die derzeit ein Stück weit in der Debatte sind. Sie sehen Chile beispielsweise, Südamerika, Sie sehen Maghreb-Bereich, Spanien, Mittlerer Osten natürlich, nahe Mittlerer Osten, China, Australien, das sind derzeit, wenn Sie auch es verfolgt haben, Habeck reist ja ein Stück weit für
für Partnerschaftsallianzen um die Welt. Das sind auch jene Länder, wo derzeit Industriepolitik ein Stück weit als Kooperationsaufgabe gemacht wird. Kommen wir noch zur politischen Übersicht. Es gibt eine EU, eine europäische Wasserstoffstrategie seit 2020 mit einem recht genauen Fahrplan, wie man hier sozusagen hochskalieren möchte. Beispielsweise Installation von Elektrolyseuren für EE-Wasserstoff von mindestens 6 Gigawatt bis 2024, also sozusagen in 2 Jahren, Erzeugung von 1 Million Tonne an erneuerbarem Wasserstoff, 2025/30 dann bis 40 GW und 10 Millionen Tonnen Produktion und ab 2030 dann sozusagen hochskaliert in allen Sektoren. Es gibt auch eine deutsche Wasserstoffstrategie, die sieht ein Stück weit ähnlich aus, Aktionsplan mit einer ganzen Reihe von Einzelmaßnahmen, insgesamt 38 Maßnahmen, mit einem Markthochlauf, der 2023 starten soll. Hier sind verschiedene Fokussierungen auf verbesserte Rahmenbedingungen, Geschäfts- und Kooperationsmodelle oder auch Förderung von Elektrolyseanlagen. Welche politischen Rahmenbedingungen gibt es? Das ist jetzt ein ganz entscheidender Punkt. Wasserstoff wird dann nur gelingen, wenn ich politisch die bestmöglichen Rahmenbedingungen setze. Einerseits Investitionen und Kapital. Sie sehen hier mal eine Zusammenstellung von reifen Investitionsvolumina, realisiert 40 Milliarden und 45 in Planung. Und es gab sozusagen, das ist von Hydrogen Council, die haben das mal zusammengezählt, alles, was irgendwo mal veröffentlicht wurde an Versprechen weltweit, und die kommen dann auf knapp 300 Milliarden an Zukunftsinvestitionen, die in Planung sind oder versprochen sind. Dann haben wir auf europäischer Ebene das sogenannte RED II, Renewable Energy Directive 2, in ihrer Überarbeitung. Ganz entscheidendes Werkzeug für den Markthochlauf, weil sie die Anrechenbarkeit von grünem Wasserstoff festlegt für die Ausbauziele von Erneuerbaren, für die erneuerbaren Quote. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Instrument, ist derzeit in der Konsultation als hoheitlicher Rechtsakt. Da geht es um Sachen mit Zusätzlichkeit, will da jetzt gar nicht so stark drauf eingehen. Aber das ist wirklich das oder eins der entscheidenden Instrumente auf politischer Ebene. Ein anderes für Investitionen abzusichern ist das Carbon Contracts for Difference für die Industrie. Das ist eine Risikominderungsstrategie, eigentlich aus der Finanzbranche, um Investitionen ein Stück weit Risiko zu minimieren. Gut, dann bin ich mit der Übersicht am Ende, gehe nochmal auf jede Frage einzeln ein. Klimawandel durch CO2-intensive Energie als globale Bedrohung. Das ist, warum wir hier stehen und uns über Wasserstoff sozusagen Gedanken machen. Ohne Wasserstoff keine ambitionierte Energiewende, also essentiell für die 100% oder bis zu 100% Reduktion. Türkiser Wasserstoff als Brücke, grüner als Ziel, orangener als Hoffnung. Immense Nutzungs- und Produktvielfalt von Wasserstoff. Produktionspfad grün heißt erneuerbarer Strom 100% für die Elektrolyse und nachfolgende Synthese mit einer Vielfalt von Kraft- und Schmierstoffen sowie chemischen Produkten, also diese Produktvielfalt, die wir da im Wasserstoff haben. Einsatzbereiche entlang alternativlos und unwirtschaftlich, das wird sich noch rauskristallisieren, wo dann tatsächlich grüner Wasserstoff zum Einsatz kommt. Importe als essentieller Bestandteil, also es wird maximal 15-20% heimische Produktion geben gegenüber 80% Importe. Erheblicher politischer Wille in Brüssel und Berlin und Kapitalgeber und rechtliche Rahmenbedingungen für einen Markthochlauf sind entscheidend. Und damit bin ich am Ende, bedanke mich sehr herzlich und hoffe, dass ich nicht ganz so weit überzogen habe. Ja, vielen Dank dir, Dirk. Ich gesell mich mal zu dir. Und zwar, also ich fand es einen beeindruckenden Vortrag, vor allem die Inhaltsdichte, auch einen Schnelldurchlauf quasi durch die Vorstellung einer Wasserstoffwirtschaft. Wir würden jetzt kurz eben, wie gesagt, Verständnisfragen zulassen und bitten da aber auch wirklich, sich auf Verständnisfragen zu fokussieren, jetzt nicht Fragen, die schon in die Diskussion gehen, die dann gerne später, aber wie gesagt, wenn es Verständnisfragen gibt, dann melden Sie sich gerne und dann dürfen Sie gerne zu Wort kommen. Gerne, ich weiß nicht, haben wir ein Mikro da oder sonst probieren wir das so? Hier, weiß aber nicht, ob das geht.
Achso, die Catchbox. Ah ja, perfekt. Dankeschön. Dann, die kann man auch werfen. Wunderbar. Genau, ja. Es geht nur um die CO2-Emissionen, die dann sozusagen eingefangen sind. Also es geht nur um den Klimaschutz. Es geht nur darum, das CO2 als schädliches Klimagas oder Treibhausgas einzufangen und das dann sozusagen zu sichern, als klimaschutzwirksame Maßnahmen. Die Performance von dem Stoff an sich ist dann genauso wie in anderen Bereichen, auch bei Erdgas oder, ne? Wunderbar. Okay, ich sehe sonst keine weiteren Wortmeldungen. Ah doch, da hinten ist nochmal eine Wortmeldung. Ah, sehr guter Wurf. Und gut gefangen. Ja, es ist absolut eine richtige Frage. Ich meine, es wird gerade am Anfang darum gehen, dass man sozusagen relativ nah, also sozusagen örtlich nah produziert und verbraucht. Ja, deswegen sind sozusagen auch jetzt für die technisches Hochfahren in sehr integrierten Varianten ist Deutschland gar nicht so schlecht aufgestellt. Ne? Also da kann man, oder es gibt ja auch in Holland beispielsweise auch schon Wasserstoffproduktion, wo man in verschiedensten sehr integrierten Nutzungsvarianten sozusagen Synergien schafft, um die Kostennachteile ein Stück weit zu subsumieren. Aber ansonsten, wenn es in Richtung wirklich globale Arbeitsteilung geht, also Stichwort Chile beispielsweise, das ist herkömmlich dann jetzt über Schiffstransport wird das sein oder ländlich über Pipelines und LKWs. Und gut, da ist natürlich der Kostenfaktor Transport, der war immer jetzt die letzten 20, 30 Jahre unserer globalisierten Welt kein Faktor. Das wird sich zeigen, wie sich das entwickelt. Da sind wir jetzt alle so ein bisschen im Wandel. Ja, aber insofern herkömmliche Transportwege, Kostenfaktor muss man sehen. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass wir auf das Thema Transport gerade auch global in der Diskussion bestimmt nochmal zurückkommen. Okay, sonst noch Verständnisfragen? Ich sehe hier nochmal eine Meldung. Hier vorne war, glaube ich, zuerst die Meldung. Genau. Ja, also genau, es sind Techniken, die kommen auch daher. Ja, und werden teilweise auch da eingesetzt. Es gibt beispielsweise in Norwegen derzeit zwei CO2-Capture, so nennt sich das, also Einfang, Abschneide, Kraftwerke. Und die lagern auch an einem Untergrund, sozusagen im unterseeischen Sand wird das dort eingepumpt. Das kommt aus dieser Ecke, nämlich aus der Kohle- und Gaskraftwerkstechnologie, kommt das her. Wir hatten vor 10, 15 Jahren diese Kohlendioxid Speicherung im Untergrund, Diskussion mit sehr viel Wumms auch, sage ich mal. Das ist dann abgestorben, gerade in Deutschland. Aber da kommt das her. Ne? Da gibt es dann verschiedene sozusagen Keramik, Membran, Auffangen, Post-Combustion, also vorher auffangen, nachher auffangen. Da gibt es technische Varianten, aber genau da kommt es her. Ja, weil die Eingangssubstanz eine andere ist. Ja, Sie haben sozusagen bei der Dampfreformierung, das passiert aus Erdgas und bei dem grünen Wasserstoff nimmt man Wasser. Ja, und die verlangen zwei unterschiedliche technische Prozessionswege oder Technologien. Ja, deswegen ist das nicht, also ich kann nicht sozusagen Wasser in Dampfreformate reinspeisen. Ne? Also unterschiedliche Ausgangsstoffe, die benötigen unterschiedliche Technologien, Verarbeitungstechnologien. Und bei Wasser ist es halt dann Elektrolyse. Dann war noch eine Verständnisfrage da hinten, genau. Nee, ist Verbrenner. Es ist Verbrenner. Also es ist nicht Brennstoffzelle. Und auch MAN hat, glaube ich, vor einiger Zeit Deutz, ja. Ja, genau. Also Daimler ist da aber auch dran. Also ist nicht die Brennstoffzelle. Also ist der klassische Verbrenner sozusagen geupdatet für Wasserstoff als Energieträger. Ja. Okay, ja, vielen Dank. Ich sehe jetzt sonst
keine weiteren Verständnisfragen. Falls Ihnen doch noch eine kommt, können Sie auch gerne nachher im Diskussionsteil auch noch mal eine eher Verständnisfrage stellen. Genau, aber dann würde ich dir noch mal danken, Dirk. Gerne. Und dann würde ich jetzt langsam zum nächsten Vortrag überleiten. Genau, dazu darf ich Ihnen nämlich die zweite Referentin von heute vorstellen, die Christine Rösch. Sie ist eine national wie international anerkannte Forscherin im Bereich Technikfolgenabschätzung, gerade was die Themen Energiewende und Bioökonomie angeht. Sie studierte Agrarbiologin und promovierte Agrarwissenschaftlerin und leitet derzeit bei uns am ITAS die Forschungsgruppe Nachhaltige Bioökonomie. Sie erforscht also inhaltlich die Nachhaltigkeit von terrestrischer sowie aquatischer Biomassenutzung. Das werden Sie auch gleich noch feststellen in dem Vortrag. Und bewährte Technologien zur energetischen Nutzung von Biomasse im Rahmen der Transformation des Energiesystems, also der Energiewende in Deutschland und der Sicherung der Energieversorgung. Dabei analysiert sie Flächennutzungskonkurrenzen und aber auch Innovationen eben gerade zur effizienten Flächennutzung. Sie wird also jetzt gleich vortragen zum Thema Wasserstoff aus Biomasse, Ausweg oder Irrweg. Genau, sie wird auf Chancen und Herausforderungen von Wasserstoff aus Biomasse eingehen und auf die Akzeptanz. Und damit übergebe ich jetzt das Wort. Danke, Johannes. Ja, willkommen auch von meiner Seite, meine Damen und Herren. Schwarz, braun, grau ist negativ besetzt beim Wasserstoff, grün positiv. Aber für was steht orange? Hoffnungen oder Befürchtungen? Das ist das Thema meines Vortrags heute, Wasserstoff aus Biomasse, Ausweg oder Irrweg. Ja, technisch lässt sich viel machen, sagen zumindest immer meine Kollegen von den technischen Instituten. Und ich frage immer, ja, super, aber ist es auch nachhaltig, was dann bei rauskommt, die Technologie und die Produkte? Ja, und was ist eigentlich nachhaltig? Ja, da gibt es verschiedene Ansätze, aber vielleicht kennen Sie dieses Drei-Säulen-Diagramm, wo klar heraus vorgeht, dass die drei Dimensionen betrachtet werden sollen bei einer Bewertung, nämlich die Ökologie, die Ökonomie und auch Soziales, und zwar gleichberechtigt. Deshalb zeigt das Bild auch drei gleiche Säulen. Und was dann konkret darunter zu verstehen ist, das ist kontextspezifisch, sagen wir immer. Das heißt, es hängt von der konkreten Technologie und deren Anwendung ab, was zu betrachten ist. Bei Wasserstoff ganz klar, der Dirk hat es eingeführt, ist es die Wirkung auf das Klima bzw. auf den Klimaschutz. Und ob die Technologie Wasserstoff dazu beitragen kann, die Pariser Klimaziele zu erreichen, das heißt die Erhöhung der Durchschnittstemperatur auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Es gibt aber auch noch andere ökologisch wichtige Kriterien, die in eine Bewertung einfließen sollen. Und insbesondere bei der Nutzung von Biomasse für die Wasserstoffgewinnung ist das die Rohstoff- und Flächeneffizienz, weil wir haben Biomasse nur begrenzt verfügbar und auch nur begrenzt verfügbar Fläche, um Biomasse anzubauen. Und wir müssen auch betrachten, dass wenn wir diesen Weg gehen, es Trade-offs, wie man so schön im Englischen sagt, also Nutzungskonflikte geben kann mit anderen Zielen, die wir haben, nämlich den Erhalt der Biodiversität oder die Wassernutzung. Bei der Ökonomie sage ich immer, es ist einfach, was da zählt, sind Kosten, Kosten und nochmal Kosten. Aber es geht ja nicht nur die Kosten zu betrachten, sondern wie viel kostet uns denn der Klimaschutz, den wir darüber erreichen? Wenn wir die soziale Nachhaltigkeit betrachten, dann wird es nun mal sehr komplex und sehr unterschiedlich, je nachdem, wo ich mich befinde, in welcher Region, Deutschland oder Chile, und was ich genau betrachte. Aber was immer eine Rolle spielt, auch hier in der Region Karlsruhe, ist die lokale Wertschöpfung, die Schaffung von Arbeitsplätzen, der Erhalt oder Ausbau oder die Erneuerung von Infrastrukturen. Und ganz wichtig ist vielen Leuten, vielleicht auch Ihnen hier im Saal, die Teilhabe an der Technologie, entweder am Produkt, dass sie auch etwas über die Wasserstoffnutzung beitragen können zum Klimaschutz oder auch finanziell, weil wir machen uns ja nichts vor. Wasserstoff ist ja ein
Thema, mit dem lässt sich auch Geld verdienen. Und last but not least ist immer die Bewertung der Risiken für die Gesellschaft und eben die damit einhergehende Akzeptanz für uns wichtiges Thema. Wie fangen wir das ein? Wir fangen das ein, indem wir Technikfolgenabschätzungen machen über die gesamte Wertschöpfungskette, also praktisch von der Wiege bis zur Ware. Wir setzen auch verschiedene Methoden ein, wie die Lebenszyklusanalyse und die Lebenszykluskostenbetrachtung. Und das ist uns ganz wichtig, wir beziehen Experten, aber auch Stakeholder und Sie, meine Damen und Herren, mit ein. Sie als Bürgerinnen und Bürger. Und warum machen wir das? Weil es uns wichtig ist, Ihre Meinung zu hören, Ihre Erwartungen, aber auch Ihre Befürchtungen zum Thema Wasserstoff aus Biomasse. Und weil wir wissen und gelernt haben von anderen Projekten, wie wichtig das ist für die Akzeptanz und letztendlich dann auch dafür, dass der Markt diese Technologie entwickeln und implementieren kann. Wir haben gelernt aus der Biokraftstoffdebatte, ist Ihnen vielleicht geläufig, dieses Teller versus Tank-Debatte. Was nehmen wir eigentlich die Biomasse? Ist es nicht wichtiger, uns gesund zu ernähren mit Ökoprodukten, anstatt einen Teil der Fläche abzuzwacken für Energiemais? Ja, wir haben auch gesehen, dass die Landwirte artenreiche Wiesen umgebrochen haben, um Mais anzubauen, weil das die beste Pflanze ist oder den meisten Ertrag gibt für ihre Biogasanlagen. Da wurde nachgebessert von der Politik. Ein anderes Beispiel, das jetzt vielleicht näher dran ist am Wasserstoff, ist Desertec. Es gab ein großes Konsortium, auch mit deutschen renommierten Partnern, die versucht haben, eine gigantische Stromproduktion in der Maghreb-Region, der Dirk hat es gezeigt, wo super Bedingungen für Solarproduktion sind, das zu implementieren. Es ist letztendlich gescheitert. Warum ist es gescheitert? Weil die Zivilgesellschaft vor Ort nicht einbezogen wurde. Ja, das ist sozusagen zu unserer Arbeitsweise. Jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema. Wasserstoff aus Biomasse. Ist doch eigentlich eine gute Idee, wie man hier sieht. Weil in den Produkten, die die Pflanze herstellt, was ein Sonnenlicht, mit Hilfe des Wassers, das sie ganz natürlich unbemerkt aus dem Wasser holt, aus dem Boden holt, Kohlenhydrate beispielsweise herstellt. Und da ist Wasserstoff drin. Also wir müssen eigentlich den Wasserstoff nur noch aus den Produkten der Pflanze rausholen. Easy, oder? Sagen die Technologen. Ja, weil sie haben auch eine ganze Palette an Technologien anzubieten. Also die erste, da hat der Dirk schon darüber gesprochen, ist die Elektrolyse. Das habe ich hier kein Schaubild mitgebracht. Aber du hast es gut erklärt. Das kann natürlich die Biomasse auch, weil ein Großteil der Biomasse wird zur Erzeugung von Strom verwendet. 7,5% des deutschen Bruttostromverbrauchs werden von Biomasse bereitgestellt. Und diesen Strom könnte man natürlich direkt verbrauchen, ähnlich wie bei PV und Wind, in die Elektrolyse stecken, um damit Wasserstoff zu erzeugen. Es gibt aber auch andere Wege. Es gibt einen thermochemischen Prozess, da gehe ich dann auf zwei Verfahren ein, auf die hydrothermale Vergasung und die von Dirk Scheer erwähnte Dampfreformierung von Biogas. Und das ist mein Steckenpferd, das ist, der biotechnologische Prozess, nämlich die Kultivierung von Mikroalgen, die dann selbst Wasserstoff erzeugen auf einem natürlichen Weg. Ja, Wasserstoff aus Biostrom. Das geht, hatte ich gerade gesagt, aber macht aus meiner Sicht wenig Sinn. Warum? Die Problematik von PV und Windstrom ist, dass, das wissen Sie vielleicht von Ihrer eigenen Anlage zu Hause auf dem Dach, dass der Strom nicht immer dann erzeugt wird, wenn er gebraucht wird. Wenn Sie zum Homeoffice sind, können Sie natürlich die Waschmaschine anschalten und Ihr Elektroauto laden, wenn die Sonne scheint mittags. Aber das ist nicht immer so einfach. Deshalb ist ja die Überlegung, diesen Überschussstrom zu nutzen, entweder oder zu speichern, entweder in Elektrospeichern oder chemisch in Form von Wasserstoff. Ja, aber bei Biomasse, da gibt es eigentlich gar keinen Überschuss. Weil die Biomasse können wir dann nehmen, wenn wir sie brauchen, weil die Biomasse ein natürlicher Speicher ist, der gut transportierbar ist, wie eben Holzhackschnitzel beispielsweise, Holzpellets. Und wenn wir dann aus diesem Biostrom Wasserstoff machen würden, wäre es ein weiterer technischer Schritt, der die Effizienz verringert und ja, dann eben negativ ist. Deshalb gehe ich hier nicht weiter drauf ein. Die hydrothermale Biomassevergasung ist interessant, weil dieses Verfahren basiert auf sehr wasserhaltigen Rest- und Abfallstoffen.
Da ist quasi das Wasser schon drin, das bringt die Biomasse mit. Beispielsweise Gülle ist mehr oder weniger ja, Wasser mit geringem Trockensubstanzgehalt. Mein Kollege Herr Bukis hat am KIT Campus Nord eine schöne Anlage, so eine Pilotanlage mit dem Namen Verena. Ich will jetzt vielleicht nicht auf die Details eingehen. Wenn es jemand interessiert, kann er sich später an mich wenden oder besser noch an Herrn Bukis, der kennt sich da aus. Es geht im Prinzip darum, dass mit relativ hohen Temperaturen und hohem Druck der Wasserstoff quasi aus der Biomasse auch rausgelöst wird. Das ist gar nicht so einfach. Und was entsteht, ist nicht reiner Wasserstoff. Es ist immer ein Gemisch aus Wasserstoff, Methan und CO2. Ja, ein Verfahren, das quasi recht nah an der Praxis ist, am Markt, ist die sogenannte Dampfreformierung von Biogas. Der Xer hat schon gesagt, das ist eigentlich das Standardverfahren zur Produktion von Wasserstoff gegenwärtig, eben aus grauem Wasserstoff, aus Erdgas ist ein Verfahren und das kann man mehr oder weniger kopieren oder übernehmen für Biogas. Also der Prozess ist, sehen hier die Kühe. Kühe produzieren Milch und Fleisch, aber auch Gülle. Und diese Gülle wird in Biogasanlagen verwandelt in Methan oder ein Gasgemisch. Es enthält Methan, CO2 und andere Stoffe. Und dieses Gasgemisch muss erstmal gereinigt werden von diesen Störstoffen. Störstoffe sind zum Beispiel Schwefel, weil es die anschließenden Katalysatoren nicht empfindlich darauf reagieren. Und dann kann man über die klassischen Verfahren, die Reformierung und die Wassergas-Shift-Reaktion aus dem Gemisch dann Wasserstoff herstellen. Ich würde jetzt nicht auf die einzelnen Formeln eingehen, das würde hier zu lang dauern, aber nur einfach mal für diejenigen, die es näher interessiert, können Sie sich ja die Folien mal kurz angucken. Das Prinzip ist, ja, es ist noch nicht auf dem Markt, aber es ist quasi nur ein kleiner Schritt. Und der Vorteil dieses Systems ist, dass die Biogasanlagen dezentral sind und dezentral sein müssen und bleiben, deshalb auch bleiben werden, weil die Gülle vorne dran, die ist nicht transportwürdig. Ja? Da ist zu viel Wasser drin. Kollegen haben verglichen die Wirtschaftlichkeit, die Effizienz der Nutzung von Biogas für die Wasserstoffproduktion. Und Sie sehen hier, das ist die dritte Zeile hier unten, dass wenn man das Rohgas reformiert, wie ich es gerade gezeigt habe im Prozess, und dann transportiert und in eine Brennstoffzelle steckt, dann haben wir einen Wirkungsgrad, der vergleichbar ist mit dem, wenn wir das Gas aus der Biogasanlage direkt in ein Blockheizkraftwerk nutzen und den Strom nutzen, um die Batterie für das Elektroauto zu laden. Also das sieht eigentlich ganz gut aus. Und auch was die Kosten hier anbelangt, was die Kollegen berechnet haben, sieht es hier ganz gut aus mit insgesamt, also der höchste Betrag sind die Energiekosten bei dem Prozess, dass wir mit ungefähr 7,50 Euro in der Nähe von Wettbewerbsfähigkeit kommen können. Wenn wir sehen, im April diesen Jahres war der Preis für grauen Wasserstoff an der Tankstelle 9,50 Euro und man kann ungefähr 100 Kilometer damit fahren, haben mir die Kollegen gesagt. Ja. Aber Effizienz und Preis ist nicht alles. Ich hatte eingangs gesagt, die Akzeptanz ist wichtig. Und wie Sie hier sehen, ist die Biogastechnologie nicht ganz so beliebt in der Bevölkerung. Ja, wenn man schon den technischen Aufwand betreibt, um Wasserstoff aus der Biomasse rauszuholen, dann macht es auch Sinn, das dabei anfallende CO2 zu nutzen. Ja, das ist so quasi das, was dann übrig bleibt. Das ist der andere wichtige Bestandteil neben Sauerstoff in der Biomasse, der Kohlenstoff. Und das kann man, da hat Dirk Scheer schon darauf hingewiesen, man kann es abscheiden, man kann es speichern nutzen. Allerdings muss man auch sagen, das sind immer technische Prozesse, die zu mehr Kosten, mehr Emissionen und mehr Anforderungen, beispielsweise auch an die Sicherheitstechnik, führen. Man bekommt nichts geschenkt. Dazu kommt, dass in Deutschland die Speichervorkommen eher gering sind und dass es wahrscheinlich auch so ein Battle geben wird, ja, ähnlich wie bei anderen unterirdischen Projekten, wo man denn das dann einspeichern könnte oder ob man dann lieber Wärme einspeichert
Und die Akzeptanz für dieses Carbon Capture Storage ist in Deutschland relativ gering. Deshalb hat sie es bis auch nicht durchsetzen können. So, jetzt komme ich zu meinem zum anderen Weg, ein ganz anderer Weg. Nicht der thermochemische Weg, sondern der biologische Weg der Wasserstofferzeugung. Und der, das merken Sie schon, der fasziniert mich ein bisschen mehr. Obwohl, muss ich gleich sagen, sich dieser Prozess noch in der Forschungs- und Entwicklungsphase befindet. Warum faszinieren mich die Algen? Ja, wahrscheinlich, weil ich sie nie alle kennenlernen werde, weil es gibt so viele von ihnen. Sie sind weltweit verbreitet. Eine riesige Gruppe, viele kennt man noch gar nicht. Sie sind allerdings so klein, dass man sie mit bloßem Auge nicht sehen kann. Ja? Das ist dann der Nachteil, deshalb kennt sie keiner. Warum spielen sie in der Bioökonomie eine Rolle oder könnten potenziell eine Rolle spielen? Sie brauchen keine Ackerfläche. Niente. Sie brauchen Fläche, aber sie wachsen nicht auf der Fläche, weil sie sind aquatische Organismen, sie brauchen Wasser. Sie stellen aber gar keine Ansprüche an die Wasserqualität. Es kann Abwasser sein, es kann Salzwasser sein, es kann eine Mischung sein. Sie brauchen kein Frischwasser. Und man kann in dem Prozess das Wasser immer wieder rezyklieren. Also 90% nach unseren Berechnungen. Das ist das eine. Das andere ist, sie sind hochproduktiv. 10-mal so produktiv auf die Fläche bezogen wie Landpflanzen. Warum sind sie das? Ja, logisch. Die haben keine Wurzeln, die haben keine Äste oder Blätter, die man nicht verwerten kann, keine Rinde. Alles an der Alge kann verwertet werden. Und das sehen Sie hier. Die Alge besteht aus Proteinen. Und vielleicht hat der eine oder andere von Ihnen schon einen Algen-Smoothie getrunken oder einen Algen-Burger gegessen oder gesehen, dass Algen Bestandteil von Nudeln sind. Sie können als gesamte Biomasse verwertet werden, wird auch gemacht in der Aquakultur, aber auch zur Aufzucht beispielsweise von Ferkeln, weil sie sehr viele positive Eigenschaften haben, möchte jetzt hier nicht drauf eingehen. Und Sie sehen es hier umkringelt, Sie können auch Wasserstoff produzieren und deshalb sind Sie heute mit in der Show. Nicht alle können das, muss ich mal eingeschränkt sagen. Es gibt, wie bei den Menschen, Spezialisten. Und hier der Spezialist, der besonders gut Wasserstoff produzieren kann, heißt Chlamydomonas reinhardii. Er wurde hier am KIT von meinem Kollegen Clemens Postens viele, viele Jahre untersucht. Und er hat bewiesen, dass diese Alge auch wirklich Wasserstoff produziert. Allerdings nicht freiwillig. Chlamydomonas reinhardii hat eigentlich nur eins im Sinn. Die Alge möchte sich vermehren, vermehren und nochmal vermehren. Und deshalb nutzt sie das Sonnenlicht und die Nährstoffe und das Wasser da dazu. Aber wir wollen das nicht. Wir wollen nicht, dass die Alge sich vermehrt. Wir wollen, dass die Alge für uns Wasserstoff produziert. Und deshalb müssen wir die Energie umleiten. Und das geht, indem wir sie erst gedeihen lassen. Sie sehen links, das ist so ein, wie wir sagen, Algenphotobioreaktor. Das sind Glasröhren mit Algen drin, das hat die schöne grüne Farbe. Die sind Pumpen angeschlossen, die Algen müssen ständig in Bewegung bleiben, damit sie fit bleiben, wie wir auch. Und vor allem, damit sie gleichmäßig Licht aufnehmen können, Nährstoffe aufnehmen können, CO2 aufnehmen können und den Sauerstoff, der muss entfernt werden, der stört in dem System. Also lässt man die erstmal schön gemütlich wachsen und dann kommt sie in der zweiten Stufe in einen anderen Reaktor und dort werden die Lebensbedingungen so ungünstig eingestellt, dass sie anfangen, Wasserstoff zu produzieren. Das geht nicht für immer. Irgendwann haben sie ja keine Lust mehr und geben auf. Und die Restbiomasse kann man, wie Sie hier sehen, auch wieder nutzen. Hoppala, Entschuldigung, das war jetzt wirklich zu schnell. Hoppala. Haben Sie schon eine Conclusion hier? Nee. Die Restbiomasse kann man als Rohstoff für die Alge nutzen, beispielsweise in dieser Verena-Anlage oder auch in der Biogasanlage. Und dann kann man auch wieder Wasserstoff draus machen oder Methan. Also gibt es hier gar keine Reststoffe. Wunderbar. Leider ist es energetisch keine schöne Geschichte, die ich Ihnen erzählen kann. Ganz im Gegenteil. Sie sehen hier an der aus der Arbeit von einer Kollegin hier, die hat bilanziert, was wir mal machen, wie viel Energie muss reingesteckt werden in den Prozess und wie viel kriegt man draus. Und Sie sehen hier, wenn man die Alge jetzt hier nur, also nur, wenn man die Alge in eine Biogasanlage steckt und Biogas draus macht
haben wir einen deutlich höheren Energieertrag an Biogas, wie wenn wir sie weiter trimmen und sie in den zweiten Reaktor stecken und Wasserstoff produzieren lassen. Dann kriegen wir zwar Wasserstoff, aber es ist vom Energieoutput nicht sehr viel und insgesamt weniger, wie wenn wir nur Biogas machen mit der Alge. Und das spiegelt sich auch in den Klimagasemissionen wider. Wir brauchen pro Kilogramm Wasserstoff, verbrauchen wir 7,5 Kilogramm CO2-Äquivalente. Das ist nicht gut fürs Klima, definitiv nicht. Wenn wir über Methan gehen, ist es weniger. Es ist immer noch mehr als null. Und warum ist es so? Weil eben der Strom momentan noch nicht 100% erneuerbar ist und die Anlage Strom betrieben wird. Akzeptanz, auch hier ein Thema, aber natürlich noch weit weg. Wir haben im Rahmen vom EU-Projekt Umfragen gemacht und da zeigt sich eigentlich, dass die positiven Gefühle hier für die Alge überwiegen und die negativen, also kaum negative da sind. Aber das ist natürlich eine theoretische Geschichte, solange keiner irgendeine Anlage, eine Algenproduktionsanlage in der Nachbarschaft hat, ist das eher positiv, weil man die Vorteile sieht. So, dann komme ich zu einer relativ kurzen Bewertung. Es gibt ja noch viele andere Aspekte, wie ich eingangs erwähnt habe, aber da fehlt die Zeit, heute darauf einzugehen. Johannes guckt schon so kritisch. Also ganz kurz, habe ich schon gesagt, Biostrom, also Biomasse für Strom und den Strom dann über die Elektrolyse zur Wasserstoffproduktion zu nutzen, ist nicht sinnvoll. Die Dampfreformierung von Biogas ist technisch machbar, auch interessant, aber noch nicht kommerziell. Und die Wasserstoffproduktion aus Algen, da muss noch einiges an Forschungsarbeit geleistet werden. So, zurück zu meiner Ausgangsfrage. Ausweg Wasserstoff? Was spricht dafür? Ja, es gibt Abfall und Reststoffe, wahrscheinlich auch bei Ihnen im Haushalt. Die werden entsorgt, da kommt die Stadt, nimmt die Biotonne mit und weg ist es. Wunderbar, aber es kostet. Und damit sind Emissionen verbunden, klimarelevante Emissionen. Das heißt, wenn diese Menge genutzt würde, wäre es ja positiv für die Wasserstoffproduktion. Positiv ist auch, dass die Technik mehr oder weniger verfügbar ist mit der Dampfreformierung und dass da, das spricht für das Orange, also wenig CO2-Emissionen verbunden sind, wenig Kosten. Und wenn wir den Wasserstoff über die Biogas-Dampfreformierung hier vor Ort erzeugen, haben wir keine komplexen Logistik. Anforderungen für Transport und Verteilung. Und das ist das Gute, sozial gesehen, wir hätten eine mögliche Wertschöpfung hier in der Region und wir könnten diese Reststoffe könnten dann dazu beitragen, dass die Region klimaneutral wird. Beispielsweise habe ich noch nicht mit meinem Chef abgesprochen, Sie sind die Ersten, die diese Idee heute zu hören bekommt, ist, die Kantinenabfälle vom Campus Nord und Campus Süd zu nutzen, um den Wasserstoff, den Orangen, oder auch dann mal grünen, für den Wasserstoff-KIT-Bus zu nutzen. Was spricht dafür, dass es völlig Blödsinn ist, völliger Blödsinn, ein Irrweg? Ja, weil eben auch Rest- und Abfallstoffe begrenzt verfügbar sind und weil man eben wässrige Substanz und Bioabfälle nicht über lange Wege transportieren sollte. Das ist auch negativ für die Kosten und für die Umwelt. Und auch die Akzeptanz ist nicht so sicher, muss man erst noch erforschen. Auch hier ist so, dass die Rohstoffkonkurrenz zunimmt, auch um Reststoffe. Man sieht es jetzt schon beim Waldrestholz, wie die Konkurrenz zunimmt und wer kriegt das Produkt, für welchen Zweck, stofflich, energetisch. Flächenkonkurrenz nimmt zu, wenn man eben neben den Reststoffen noch ein bisschen Energiepflanzen, aber nachhaltige produzieren will. Ja, und das eigentlich aus meiner Sicht stärkste Argument ist, dass es keinen Sinn macht, Biomasse, die man direkt für die Wärmenutzung verwenden kann, also das Biogas kann man ja, und manche machen das wahrscheinlich von Ihnen, nutzen anstatt von Erdgas. Es gibt spezielle Lieferverträge, es gibt auch Schönau bietet Lieferverträge 100% Biogas anstatt Erdgas, nimmt aber keine neuen Kunden mehr auf, also Sie müssen gar nicht nachfragen. Das wird direkt zur Wärmenutzung verwendet und ist von der Klimawirkung, von Klimaschutz die bessere Variante, wie Sie vorhin in der Lebenszyklusanalyse gesehen haben. Ja, damit komme ich zum Schluss. Letzte Folie, Johannes, Resümee. Mein Resümee, nicht verwunderlich ist,
Wir brauchen Forschung, Forschung und nochmal Forschung. Warum brauchen wir die Forschung? Wir müssen ja erstmal demonstrieren, dass es eigentlich mit dieser Dampfreformation von Biogas funktioniert. Und wir müssen die Algentechnologie weiterentwickeln, weil die ist ja noch nicht so weit. Wir sollten auch, wenn wir den Weg gehen, unbedingt, uns macht es aus meiner Sicht keinen Sinn, das dabei anfallende CO2 abscheiden und speichern, falls wir keine Nutzungsmöglichkeiten haben. Nutzen geht natürlich immer vor. Und warum brauchen wir das? Weil hier das BECCS steht für Bioenergy Carbon Capture and Storage. Das bedeutet, dass man, was ich eingangs erwähnt habe, das CO2 abscheidet, wenn man das Biogas, wenn man Wasserstoff aus dem Biogas rauszieht. Und wir brauchen die Technologien. Das sagt zumindest der IPCC in seinen Szenarien. Sie sehen hier, das sind die BECCS, das Braune. In dem Fall sind die gut, nicht verwechseln mit dem Wasserstoff, weil die BECCS dazu beitragen, dass wir dieses Klimaziel 1,5 Grad erreichen können. Ohne diese BECCS, ohne diese Abspeicherung, ohne diese Abscheidung von CO2 aus der Atmosphäre, kriegen wir das nicht hin. Und die Biomasse, die Pflanzen, machen das ganz natürlich. Ja, und was wir natürlich auch brauchen, und das ist jetzt der Werbeblock in eigener Sache, ist inter- und transdisziplinäre Bewertung der Technologien und auch der Verfügbarkeit der Rohstoffe. Das betrifft nicht nur die Biomasse, sondern es betrifft auch andere kritische Rohstoffe für die Wind- und Solaranlagen. Ja, und man muss sich dann letztendlich entscheiden, wo steckt man die kostbare Biomasse rein? Nutzt man sie direkt für Wärme oder für die Mobilität oder für die Stromerzeugung? Damit bin ich am Ende und ich freue mich auf Ihre Fragen und die anschließende Diskussion. Ja, vielen Dank, Christine. Ich habe doch extra meine Maske aufgezogen, damit man nicht sieht, wenn ich kritisch gucke. Aber ich habe nichts gesehen. Nein, ich könnte euch ja auch noch viel länger zuhören, aber wir müssen uns ja auch so ein bisschen so grob zumindest an den Zeitplan halten. Ja, ich fand es sehr spannend. Für mich vor allem auch der Punkt, immer nicht nur Energie aus Biomasse, sondern auch durch Biomasse, dass die sozusagen die Algen auch für uns selber den Energieträger herstellen können. Fand ich einen sehr spannenden Punkt. Gibt es dazu direkt anschließend noch Verständnisfragen von Ihrer Seite? Ja, hier vorne haben wir den Würfel gerade bereit. Ah, da hinten ist der Würfel. Moment. Ah, perfekt. Vielen Dank. Also die erste Frage würde ich nachher gleich an Dirk Scheer weitergeben, weil er der CO2-Experte ist, mit dem Thema nicht beschäftigt. Also ich habe auch daheim einen CO2-Sprudler, daher kenne ich das. Und welche anderen Anwendungen gibt, weiß ich nicht, aber das wird der Dirk Scheer beantworten können. Du kannst dich schon mal vorbereiten. Die zweite Frage kann ich beantworten. Es gibt in Hamburg ein Haus, hat auch einen Architektenwettbewerb gewonnen, wo quasi die Fassade vorgelagert, so eine Art Scheibe, Doppelscheibe, wie so ein doppeltes Fenster ist, und darin sind die Algen und nutzen also die Fassadefläche, brauchen eben keine Fläche, das ist super, und die Biomasse wird abgefangen und dann verwertet. Genau, das geht, aber es ist nicht wirtschaftlich und es ist enorm aufwendig und, das sage ich jetzt hier auch, die Hausbewohner haben sich beschwert über die Pumpen, die wären zu laut, weil man muss ja mal pumpen, ne? Die müssen immer eine Lösung bleiben. Und da gab, also das muss durchdacht sein, aber es funktioniert. Das würde auch auf dem Hausdach funktionieren, aber man muss auch sehen, es konkurriert dann mit der direkten PV. Bitte. Und die zweite Frage, kannst du einspringen? Ich kann es versuchen. Also meines Wissens wird Kohlendioxid derzeit sehr stark in der Urea-Produktion, also Harnstoffproduktion, verwendet. Das ist ein sehr, sehr großes Anwendungsfeld. Ansonsten gibt es noch nicht sehr viel. Wir haben zwei Probleme dabei. Zum einen das CO2, was wir sozusagen jetzt aus diesen, ich sag mal, Klimaschutzmaßnahmen rauskriegen, entweder beim Erdgas direkt auffangen oder Direct Air Capture aus der Luft, wo es schon drin ist, wieder zurücknehmen, müssen wir für bestimmte Sparten in der großen Reinheit haben, Urea beispielsweise, ne? Oder bei der Wasserflasche. Das heißt, dieses lebensmittelreine CO2 ist nicht so einfach zu bekommen. Wenn Sie es bei der Kohleverstromung sozusagen dann aufspalten, haben Sie sehr viel sozusagen Trübstoffe drin und Schwefelsäure und so weiter.
Das ist dann sehr aufwendig. Ne? Und vor dem Hintergrund gibt es sehr große Forschungsanstrengungen, jetzt zu gucken, was kann ich aus Kohlendioxid machen. Also stoffliche Weiternutzung sozusagen, das ist aber alles Grundlagenforschung derzeit. Und da kann ich auch nicht weiterhelfen, also in welche Produktrichtung das derzeit geht. Also eine perspektivische, wenn ich das ergänzen darf, eine perspektivische Anwendung ist die Nutzung von CO2 für die Algenkultivierung, weil die Algen, für die ist, das klingt jetzt ja ein bisschen paradox, aber für die ist das, die CO2-Konzentration in der normalen Atmosphäre nicht ausreichend für eine hohe Produktion. Und wir haben schon Berechnungen gemacht, Modelle, damals als eben schon von den Kohlekraftwerken CO2 abgeschieden wurde, wird er auch konzentriert. Und dann haben wir berechnet, die Entfernung zum Kohlekraftwerk, wie viel CO2 kann die Algenkultivierung abnehmen. Heute sagt man, ja, Kohlekraftwerke ist nicht, aber die Algen bräuchten CO2 in größerem Umfang, wäre eine Nutzung. Wie bitte? Richtig, genau. Also so Analogie, genau, kann man sich besser merken, ne, warum das braucht. Dankeschön. Ich glaube, da hinten war noch mal eine Verständnisfrage. Hinten im weißen T-Shirt, hinten rechts. Ja. Ja, man hat diesen Kreislauf, er ist nicht ganz geschlossen, weil man immer auch noch ein bisschen extra Energie braucht, um für die Biogasanlage und den Prozess des Transports der Reststoffe. Aber es ist annähernd so. Das war bis vor ein paar Jahren auch okay, aber jetzt ist klimaneutral nicht mehr ausreichend. Jetzt reden wir von NET. NET steht für Negative Emission Technologies. Und auch wir in der Bioökonomie beschäftigen uns momentan mit Technologien, wie quasi der Kohlenstoff oder CO2, Kohlenstoff aus der Luft rausgefiltert werden kann durch die Pflanze und der Kohlenstoff dann nicht genutzt, sondern wirklich also mit der Pflanze irgendwie genutzt wird zum Humusaufbau, der im Boden gespart und so weiter. Das ist eine andere, aber es ist annähernd klimaneutral, das stimmt, aber jetzt nicht mehr genug. Wunderbar, vielen Dank, sowohl für die Fragen als auch für die Antworten. Wie gesagt, wenn dann auch Ihnen jetzt noch mal im Verlauf noch weitere Fragen kommen, dann auch noch mal gerne später im Diskussionsteil. Und ich darf dann jetzt auch schon unsere dritte und letzte, aber wirklich last but not least Referentin vorstellen heute, Dr. Anna Lucia Prieto. Sie ist seit 2019 Leiterin des Bereichs Wasserressourcen und Umwelt an der Fakultät für Bauingenieurwesen an der Uni Chile. Und sie hat in den USA an der South Florida Universität studiert und dort auch an zahlreichen verschiedenen amerikanischen Forschungsinstituten gearbeitet. 2017 ist sie dann zurückgekehrt nach Chile. Ihr Forschungsschwerpunkt dort liegt in der Rückgewinnung von Ressourcen, können beispielsweise Energie, Nährstoffe sein, aus Abfallströmen, vor allem mit Membrantechnologien. Unter anderem arbeitet sie derzeit an einem Projekt, wo es um die Gewinnung von Wasserstoff aus Abwasser geht, unter der Nutzung von bioaktiven Verbundmembranen. Und wir sind froh, dass sie seit Mai jetzt bei uns am ITAS als Gastwissenschaftlerin ist und dort eine Nachhaltigkeitsbewertung dieser genannten Technologien im chilenischen Kontext vornimmt. Ihr Vortrag, er heißt "Hat Wasserstoff aus Abwasser eine unausgeschöpfte Ressource?" Und da wird sie eben aus diesen Arbeiten berichten, die ich gerade beschrieben habe, technische Systeme erklären, uns auch Mikroorganismen vorstellen, die ganz ähnlich wie die Algen Arbeiten für uns übernehmen können, und das Ganze in den gesellschaftlichen Kontext einordnen. Und wir freuen uns auf den Blick auch über den europäischen Tellerrand hinaus. Und so now we will switch to English and the stage is yours, Anna. Thank you. Thank you. Well, thank you very much for having me. Ich spreche ein bisschen Deutsch, but it's not enough for a technical presentation. It's good for the supermarket, but that's about it.
So again, thank you very much. Thank you for bearing with us. I know it's a little bit late, but I'm going to try to stick to the time. I have the pleasure to talk about this topic. I'm a wastewater engineer at heart. So I've been working with wastewater for a long time, just not to talk about my age, right? So here and late in my latest research or in my team at University of Chile, Universidad de Chile, we have working on recovering hydrogen from wastewater. And actually, it's a very unexploited resource so far. So I'm just going to talk to you about how are we doing these things. And of course, you know, we need to talk about the context and a little bit of background. So the first thing is talking about wastewater, right? We all produce wastewater. Actually, we consider wastewater as a renewable source while humans are in Earth, right? So I add these question marks at wastewater because it's actually not a waste. It's actually a resource, a renewable resource. And we are in our team, and hopefully you will be part of this paradigm shift. What's in wastewater? So from all the wastewater that we have, that we produce in our cities, we get 100% drinking water, potable water. It gets to our houses, we use it, and about 90% of it becomes wastewater. And from this wastewater, we look at it, what's in this wastewater, actually 99% of it, it's water. So we can recover a lot of water from this wastewater. But if we characterize the water and see what constitute that 1%, right? It's actually things that we can characterize in the lab. We have these water quality parameters that we have to comply with when we are treating water. And I'm presenting here some of those. We have solids in the water. These are, for the English, is total suspended solids and total dissolved solids. And these are just particles that are there, right? There is a fraction of organic matter, things that could go bad, right? That could be putrid, but also have a lot of chemical energy that we could use for other purposes. And we also have nutrients, nitrogen and phosphorus. And this comes actually from us. We are the main contributors to this organic matter and nitrogen and phosphorus. We eat, and about 70%, we don't actually take everything that we eat. We make a contribution to science every day. Okay, so we have this in wastewater. We need to recover it, but we need good technology and adequate technology to do so. So in our lab in the Universidad de Chile, that's short for UCHILE, Environmental Biotechnology Lab, this is what we do. We develop technologies based on bioprocesses and membrane technology to treat the water, provide sanitation, and also to recover nutrients, energy, and water. So that's the acronym for resources, right? New resources. We need to make this very catchy so it's not you, right? Or gross for other people. So we have this resource. Sorry, we have this resource and we convert it with different technologies. From the bioprocesses, we can use diverse methods. Now, some of you might actually heard about this. We use activated sludge, or basically we grow a big biomass of organisms that actually start in our bellies, go to the treatment plant, and we cultivate them with oxygen and air so they can chew on this organic matter and actually remove the organics from it. We also have anaerobic processes, digestion, fermentation, and we do this with the objective mainly to recover energy. And we also can use algae processes, as Christine just mentioned, so I'm not going to get into this. But that's another way of recovering or treating water. So you see these three circles there. There's a blue
green and yellow, but the two doesn't they don't differentiate very much. Just believe me, blue, green, green and yellow. One, it's related to water, of course, and in this part, you know, we have several projects related to recovering of water or treating water. Our lab is part of a larger center in Universidad de Chile. It's called, if I'm going to translate it correctly, it's Advanced Center for Water Technologies. It's called CAPTA. And here we have different projects related to new sources of water or adding value to already used water. We had the opportunity also to focus on many things to recover water, and there are, for example, contaminants of an emerging concern. Those we have to tackle with different projects and collaborations that we have with the United States. Also, as part of these projects, we have, and we are going to focus on the intersection of energy and also nutrients. We have other projects of newer technology that we can, we call it flexible infrastructure, so we can treat water up to different standards. So if wanna, the main objective here is reuse. So depending on the reuse objective, then I'm gonna treat the water to certain certain standards. So for example, I can recover only energy or treat the water to remove the organic matter, but I will recover nutrients in the effluent. And if I can continue with the process, then I can remove all the things that I'm not interested in and then produce water. And finally, what brought you guys here, it's recovering energy from wastewater. And we do this with several processes. If you see all of them combine biological processes and membranes, right? So we make these membrane bioreactors with different biologies in them. Okay, so to explain how this works, first, you know, the bioreactors is just, you can picture a tank that has biomass in it that depending on how we culture it, then it's gonna fulfill different objectives. So these reactors are coupled with membranes, and the membranes are absolute barriers, are filters. And these filters, they have a pore size as small as 30 nanometers. Okay, so we're talking about ultrafiltration. Here, these filter just, it's able to remove, or not remove, retain inside the tank all the solids or anything that it's above that size, okay? So basically, we have complete separation of solids. And of course, depending on how I operate my biological part, I can get different products. So this is an MBR, and I'm going to tell you how we use them for membrane, for new recovery, okay? So we have my organics, my nutrients, and water coming in the influent. That's my substrate. And if I operate the systems in an aerobic mode, meaning that I'm giving the system oxygen or air, probably air because pure oxygen is a bit expensive. Then, of course, I need to add this oxygen. It's going to be expensive anyway because I have to blow this oxygen or air into the system. However, this is a very efficient process, so I can remove organic matter and contaminants. So what I can get here, it's water up to potable characteristics, okay? So very good quality of water. Then if I go for an anaerobic MBR, meaning that I take off the oxygen, as part of the metabolism of these organisms, they produce energy. So I'm able to recover water. There's gonna be some nutrients dissolved in this, and also I'm gonna get biogas, which can have methane or hydrogen. And finally, if I wanna, for example, polish these effluents, then I could use an algae membrane bioreactor, and actually obtain very good quality of water and biofuels, as Christine mentioned. Okay, so I can use wastewater for many purposes, many uses, and a coupling with a membrane actually helps us a lot. All right, so going back here, let's focus
on the biohydrogen production from wastewater. Okay. So as I mentioned before, an MBR, you have this microbial community here. And within these tanks, there's a synergistic relationship between organisms. So we have the, in green, we're going to have the fermentative bacteria. And in red, I'm going to have the methanogens. So usually fermentative bacteria, they help breaking the organic matter, liberating those hydrogens, right? And then these methanogens, they take those hydrogens, distill them, and they make methane. So the process, if I wanted to improve the hydrogen, then I need to do something about what's happening between these two, okay? That's one thing. So a conventional anaerobic MBR is going to have this microbial community with a membrane. Here, then, in the biogas, you can get methane and hydrogen. Usually, depending on how efficient is your process, you're gonna get 50 to 70% methane in the biogas. The rest of it is going to remain in the dissolved form. Okay, so I'm losing still a lot of energy in the effluents, okay, in the liquid part. So, of course, we have solved this some time ago. And then what we do is to make other types of MBRs, not really for water. Solids water separation or biomass water separation, but we do it to separate gas from the biomass or from the water, okay? So we use these halofiber membranes or other type of membranes. They are hydrophobic. They repel water. They only let gas pass. So we are able to recover some of the dissolved forms of energy or biogas that we have there, okay? This is how you how they look. They're very, very thin. But still, you know, we want to make these systems as sustainable as possible, as green as possible. And we are recovering the gas, but we want to promote hydrogen. Of course, you know, burning hydrogen is actually green. So to do so, we need to do something about what's happening between the fermentative bacteria and the methanogens. And what we want to do is then try to isolate them so they are free to generate the hydrogen. They can grow. And another limiting factor here is that the hydrogen actually inhibits at certain concentration the production of hydrogen. Okay, so we need to capture this hydrogen and take it out of the dissolved form. So what we decided to do is kind of functionalize these membranes and try to protect the bacteria from the harsh environment so we can get more hydrogen from the system. Of course, we have hydrogen in the gas. We need another conversion technology. We're not going to focus on that part. We're recovering the hydrogen out of the wastewater, which is already tough. So we developed this technology, which is called multi-layer reactive membranes for hydrogen, biohydrogen production from waste streams. Here, basically, we have these functionalized membranes with a set of polymers and adding the membranes adding the cells to the system. We have, and this is just a section of how it would look like, we have this membrane, multi-layer reactive membrane, where we put directly in wastewater. The water, the substrate just gets into the cells, diffuses through the cells. The cells are able to produce the hydrogen, and the produced hydrogen is then captured immediately. So I'm already isolating the cells and also gathering the hydrogen as it's produced, right? So this has worked pretty well. We were able to prove this concept, have this modular technology to produce and capture hydrogen. And of course, you know, we needed to do several iterations to make it work properly and make people believe us, okay? So basically what we you see here in this graph, there are two bars. One is blue for yield. Yield is the volume of hydrogen per gram of hexane or sugars in the wastewater. And the red one is how much hydrogen is captured in the system, okay? So initially what we did is just try different configurations. We needed to prove the concept, get a technology that actually worked,
There was a play of polymers. There was a play of how much biomass was in the surface of the membranes. There is considerations regarding operational constraints. So we did different things. Finally, we got one working, which is this one. And then, of course, we tried this in synthetic wastewaters. And when we were happy with the configuration that we had, then we moved to actual waste streams. And for this, we tried water that comes from dairy production, meaning the water that comes from producing milk and yogurt and things like that, not directly from the farm, okay? That's another type of waste. This is waste stream. This waste stream is from the milk production factory. Let's just say that. And we also have wastewater coming from the sugar beet production. These are very high. They have different characteristics that helped us. And also, we were able to produce and capture hydrogen in both of them. Of course, we were more successful in the dairy production wastewater. But we proved this concept. It's working. We were able to replicate it and actually build reactors around this. But, you know, this was done some time ago. Now I live in Chile. And, of course, we needed to find an industry that was very interesting for Chile. So, you know, we are wine producers. Actually, we're the eighth in the world. And this is the product that is the seventh most exported in the country, okay? So it's big for the economy. And I mean, for every glass of water, you are consuming from 30 to 50 liters of water. So for every glass of wine, you are consuming in the process from 30 to 50 liters of water. So, I mean, it's a lot of wastewater that you are getting there. And also, it's very high on sugars, okay? There's different things, ethanol, there's alcohol, of course. And this is actually what our membranes like. We are trying this in our labs right now. And if you're doing like a rough calculation with our best performance in raw effluents, we can get a lot of energy out of these systems per cubic meter of treated water. Anyway, so using this, then we build these reactors that are where I showed you before, but now it makes more sense. So this was the first stage when we were proving the concept. There's these reactors when we're actually scaling up. And scaling up is not an easy thing, you know, because the bigger the reactor, the bigger the problems, actually. In the meantime, we also are looking into scaling up what's the potential of this technology. How are we going to do this in terms of reactors configurations? So we are doing simulations around it, and we are able to get very good energy generation from this. Of course, these are simulations. We still need to go through the actual scale up and build a plan. But I mean, if you see Campus North, I don't think we're going to get to that scale. Those pilots are very impressive. But we're going to get to a scale that we can actually get into a vineyard. We collaborate with Conchaitore. Pretty sure you have heard about this wine, or maybe not. But okay, it's pretty good, so recommend it. Anyway, so we're trying to get as much energy as we can. So with these simulations, we're able to play with operational parameters and actually costs, energy, etc. Anyway, those are some of the case studies that we have been working on. What's the Chilean perspective for hydrogen? Well, Chile has a very ambitious agenda. I mean, in 2020, they showed to the world this National Green Hydrogen Strategy. And of course, they really want to become the energy mix or put within the energy mix hydrogen as a priority. Okay, so unfortunately, they're focusing on electrolysis hydrogen, just separating the water molecule. And
There's a lot of information related to this. I would recommend you, if you are more interested about this, to read the Green Hydrogen Strategy. Chile is looking into have the cheapest green hydrogen on the planet by 2030. So we're looking about US dollars per kilogram. So I think it's very ambitious. But anyway, we have a lot of potential of renewable energy. If you have heard, there is wind in the south, there is sun in the north, and also we have a lot of hydroelectrics. So this might be possible. However, and this is something maybe for the controverts, this was done in the previous administration. We just changed administrations this year, okay? So far they haven't said anything about this particular topic, but I mean, the investment related to the hydrogen agenda, it's big, okay? For us, the people that work in biomass, I had the opportunity to participate in this document, the Chilean Potential for Exporting Renewable Energy, where hydrogen, green hydrogen in particular, was one of the topics. And of course, they say that the biomass-based methods are there. However, there are a lot of technical limitations still that don't make it feasible at the moment. So they're not looking into recovering energy from waste streams. There might be a lot of possibility with the biomass conversion, but not really waste to hydrogen conversion. In the near time, I mean, everything can change, right? So we'll keep working. And with that, you know, I want to conclude my presentation. This is a picture of the, actually that was the Time magazine. This is the title of the article, UK's first PUBOS writes on human waste fuel. So why not this, okay? This is hydrogen, it's gonna happen. We just need a renewable source. And this is something that we can do. With that, thank you very much. And I'm open for questions. Yeah, thank you very much, Anna. Muchas gracias. And yeah, so now we switch to the questions of understanding. So wir kommen jetzt also wieder zu den Verständnisfragen. Sie dürfen die gerne direkt auf Englisch formulieren, wenn Sie Verständnisfragen haben, können die aber gerne auch auf Deutsch stellen. Dann werde ich versuchen, die einigermaßen passend zu übersetzen. Gibt es denn an der Stelle Verständnisfragen? Da hinten ging, glaube ich, die erste Hand hoch. Wo ist denn gerade der Würfel? Ah, der wandert schon in die richtige Richtung. Vielen Dank. Hallo. Well, thank you for the question. Actually, MBRs are very commercialized already. They have developed very well in the last, I would say, 30 years. And also the membranes, which are the most expensive part, or not the most expensive part, but one of the consumables of the system, the production of these materials have become cheaper and cheaper. So, for example, aerobic MBRs for wastewater treatment, they are everywhere in the world. What's growing still is the anaerobic membrane bioreactors. However, the scale that they are right now, it's up to 5,000 cubic meters cubic meters per day. So that's, you know, if just to put it in perspective, in one day, 5,000 cubic meters are going to be treated by one of these systems. So it's very large. They are very large systems. In terms of size, you would say one reactor could be the size of this room. Okay, so that's a small plant, and they are usually applied to industrial waste, just because there is a lot of organics in those. But they are everywhere, and there are big vendors. I don't have associations with Germany just yet, but I have some collaborators in Holland and in the United States. Okay, there's another question.
For hydrogen production? Yes. I think it's very feasible. I mean, the technology is there, but I wouldn't say for a, I mean, it depends on where in the treatment line it is. There is mainstream, which is the let's just say this city generates 1 cubic meter, then in the main line of the treatment, that 1 cubic meter is going to be treated. And there's side stream where part of that 1 cubic meter is going to be taken, treated, and then probably returned to the system or downstream. So I would say it would be a downstream technology just because it requires high concentrations of, let's just say, organics. And the influence to a conventional wastewater treatment plant is very low on organics. For example, as I mentioned at the beginning, the VOD or the organic matter in the system in the wastewater that leaves our houses, it's about, let's just say, just rounded into 1,000 milligrams per liter. And that's the concentration of organic matter. What the systems require, they are starting from the 5,000 up. So you really need to have a lot of sugar, a lot of organics in the system so they could work. Okay, thank you. So, noch mal eine Verständnisfrage hier vorne. So, die Frage war, wie oft die Membran genutzt werden kann. Genau. What's the life of a membrane? Yeah? Okay. They usually last, it depends on the operation, but they last, I've heard, up to 10 years. Of course, you have to maintain them. But usually, I would say every 5 years, they do a change for maintenance. I mean, you have to keep the flow going. And there is a lot of maintenance involved in this. I mean, there are filters and they clog. So you really need to operate them well. And at some point, just the materials are going to break. So you need to replace the membrane so often. Say from 5 to 10 years, depending on the type of material and the cleaning protocols or maintenance protocols. Okay. Vielen Dank auch hier wieder für die Fragen und also thanks for the answers to the questions. No Anna. Problem. Thank you very much. Dann würde ich sagen, so wie ich das sehe, sind wir mit den Verständnisfragen durch. Und ja, dann kann ich nur sagen, nochmal vielen herzlichen Dank an euch drei, dass ihr jetzt hier präsentiert habt. Und wir würden dann jetzt also zum offenen Diskussionsteil übergehen. Dazu würde ich dann auch bitten, die Videoaufnahme zu beenden.